Wir haben einen interessanten Hadith, der von Thauban überliefert wird. Darin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, yushiku an tatada'a al-umam alaykum kama tada'a al-qasa'atu al-akalatu ala qasa'atiha. Er sagte, es ist schon bald so weit. Es ist bald so weit, dass sich die Nationen, er sagt nicht eine Nation, er sagt Nationen, Nationen, um eine Vielfalt auszudrücken. Es ist bald so weit, dass die Nationen über euch herfallen werden, wie die Gefräßigen über den Topf herfallen. Ich habe mal gesehen, so hungrige, gefräßige Menschen, die stürzen sich alle, wenn da so ein Topf mit Fleisch oder so gedeckt wird, stürzen sich alle drauf. Jeder versucht, irgendwas davon rauszureißen. Er sagt, die Nationen werden über euch herfallen, wie die Gefräßigen über ihren Topf herfallen. Und dann sagten sie, Amin qillatin yawma idhin ya Rasulullah, ist es wegen unserer geringen Anzahl, weil wir in der Anzahl die Minderheit sind, weil das war die Vorstellung der Sahaba in der Ehre, als sie angesprochen worden sind, waren sie in der Minderheit. Und sie haben sich gedacht, dass vielleicht die Minderheit eine der Ursachen dafür ist. Und dann sagte er, Bal antum yawma idhin kathir. Nein, ihr werdet an diesem Tag, oder ja, wenn das passiert, ihr werdet in einer Vielzahl sein. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Wisst ihr, was das Wort Al-Ghutha bedeutet? Al-Ghutha, habt ihr schon mal fließendes Gewässer gesehen? Fließendes Gewässer, da sammelt sich so dieses Stroh und diese Äste und aller möglicher Dreck sammelt sich so an. Da ist so ein Schaum, das fließt mitten. Der Prophet sagt, ihr seid wie dieser Ghutha. Ihr werdet wie dieser Schaum sein. Kein Gewicht, kein Wert, nur aufgeblähte Luft. Und dann sagt er, وَلَا يَنْزِعَنَّ اللَّهَ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةِ. Und er, Allah Ta'ala, wird aus den Herzen eurer Feinde, aus den Herzen eurer Feinde euer Ansehen nehmen. Also ihr werdet kein Ansehen mehr haben. Ihr werdet wertlos und belanglos sein für die Nation. Ihr werdet keinen Wert haben. Ihr werdet keine geachteten Gegner mehr sein. Oder jemand, den man auf gleichem Level sieht. Und dann sagte er, وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهَ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنِ. Und in eure Herzen wird er Schwäche füllen. Schwäche. Schwache Herzen werdet ihr haben. Und was sind diese schwachen Herzen? Er sagte, حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. Die Liebe zum Diesseits. Liebe. Hier ist nicht gemeint natürliche Liebe. Natürliche Liebe hat jeder Mensch. Oder? Oder kann irgendjemand von sich behaupten, dass er das Leben nicht liebt? Das Leben ist ihm total gleichgültig. Dass er die materiellen Dinge auf dieser Welt nicht liebt? Das ist nicht möglich. Allah Ta'ala sagt, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام. Den Menschen wurden lieb gemacht. Den Menschen, allen Menschen, wurden lieb gemacht. Die Frauen, die Kinder, das Hab und Gut. Er nennt hier eine Reihe von Formen von Hab und Gut: Gold, Silber, Vieh für Landsleute. Das wurde allen lieb gemacht. Jeder hat eine gewisse. Nein, und das dient auch dem Selbsterhaltungsschutz des Menschen. Diese Triebe dienen in einer gewissen Art und Weise dem Selbsterhaltungsschutz des Menschen. Triebe, das Verlangen des Mannes nach einer Ehefrau oder der Ehefrau oder der Frau nach einem Mann dient der Erhaltung der menschlichen Gattung. Hunger, Durst dient der Erhaltung des menschlichen Lebens. Liebe nach materiellen Gütern dient ebenfalls der Erhaltung der menschlichen Spezies. Das heißt, wenn der Prophet hier von einer Krankheit redet, meint er nicht diese natürliche, normale Liebe, حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ, die Liebe zum Diesseits und die Abscheu vor dem Tod,
die Abscheu vor dem Tod. Hiermit ist nicht das normale Ausmaß gemeint. Hiermit ist eine entartete, unnatürliche, übertriebene Form der Gier und der Liebe nach materiellen Substanzen gemeint.